Unterwegs auf der Allee des Wandels. Noch fehlen zwar einige Teilstücke des geplanten Rad- und Wanderweges von Hassel zur Halde Hohewart, doch der Abschnitt auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei ist, wie der gesamte neue Stadtteilpark Hassel, fertig. Ein bisschen Zeit wird die Natur noch brauchen, aber Projektleiter Kai Kopke hier rechts und sein Kollege Jörg Pucker haben in den vergangenen 4,5 Jahren alles dafür getan, die alte Industriebrache zu einem blühenden Stück Gelsenkirchen zu machen. Der Stadtteilpark in Hassel, das war ja mal Kokereifläche, so ein Stück verbotene Stadt, die man nicht betreten durfte. Und auch dank der Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern, die mit Ideen dazu beigetragen haben, sich jetzt so ein bisschen eine grüne Mitte im Gelsenkirchener Norden entwickelt. In 260 Öfen produzierten über 650 Beschäftigte hier einmal bis zu 1,6 Millionen Tonnen Koks pro Jahr. Hochofenkoks, Gießereikoks, Koks für Kraftwerke, aber auch Teer, Robenzol, Aminiumsulfat, Schwefelsäure und vieles mehr. Alles vorbei. Im September 1999 endete die fast 50-jährige Geschichte der Kokerei. Ab sofort ist sie der Stadtteilpark Hassel. Über 1 Million Tonnen Erdreich wurden bewegt, um das Gelände nach strengen Kriterien zu sanieren. Zum neuen Park gehören ein Bestandswald im Westen, ein Aufenthaltsbereich mit See und demnächst auch einem Skaterpark im Norden sowie landwirtschaftliche Flächen im Südteil. Wenn man sich ansieht, dass rund 20 Jahre nach Stilllegung der Kokerei hier eine schöne Freifläche entstanden ist, zeigt das einerseits, wie schwierig es ist, doch solche schwerindustriellen Flächen zu entwickeln. Andererseits zeigt es, dass wenn man diese Dinge ernsthaft angeht, es gelingt, dort eine Revitalisierung herbeizuführen und für die Menschen nochmal Lebensraum, aber auch für die Natur Lebensraum zu schaffen, der lebenswert ist. Eine ganz wichtige Besonderheit des neuen Parks ist mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen. Lediglich im Skatepark und dem neuen Eingangsbereich stecken Mittel der Städtebauförderung. Der große Rest der Anlage entstand ohne öffentliche Unterstützung. Möglich machte es die Zusammenarbeit der RAG Montan Immobilien GmbH als Eigentümerin des Geländes mit der Stadt Gelsenkirchen und der benachbarten Ruhröl GmbH BP Gelsenkirchen. Drei Partner, die sich die Kosten des Projekts teilten. Man muss es aus verschiedenen Richtungen betrachten. Als erste ist die BP und die Ruhröl GmbH in Gelsenkirchen, hat eine gewisse Historie hier und auch den ganzen industriellen Wandel haben wir mitbegleitet, wollen wir auch weiter mitbegleiten und ganz offen gesagt, es ist einfach eine Freude, das Ruhrgebiet immer grüner zu sehen, genießen Sie es einfach jeden Morgen hier und es ist auch toll, einen Beitrag leisten zu können bei dieser Renaturierung. Die Stadt Gelsenkirchen wird den Park in Zukunft betreiben. Die RAG bleibt für ihre Flächen verantwortlich und die Bürger können den neuen Grünzug einfach genießen. Sei es den Ausblick von den beiden Hügeln des Olymps, den See, der gleichzeitig ein Regenwasserrückhaltebecken ist, den Skatepark oder das Artenschutzhaus des NABU im alten Stellwerk. Und das Ganze dann auch noch ein Projekt ist, an dem sich Unternehmen beteiligt haben, nämlich BP auf der einen Seite, die RG Montan Immobilien auf der anderen Seite, denen ich auch ganz herzlich danke, dass sie da mitgemacht haben, das auch unterstützt haben, zeigt auch, welche Kraft das Ganze haben kann, wenn viele gemeinsam sich zum Ziel gesetzt haben, Strukturwandel zu organisieren. Aus Schwarz mach Grün. Auf der ehemaligen Kokerei Hassel wird in Zukunft nur noch wenig daran erinnern, was für ein Moloch das Gelände einmal war. Und die Pläne der RAG Montan Immobilien GmbH für Hassel und Westerholt enden mit dem Stadtteilpark noch lange nicht. Neben dieser begrünten Fläche werden wir ein Wohnviertel entwickeln mit Wohnen für Familien, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und knapp 500 Meter hier entfernt, da haben wir die ehemalige Zeche Westerholt mit ihrem Tagesbetriebsgelände. Dort wird Gewerbe, auch nochmal ein bisschen Wohnen, Dienstleistungen werden dort angesiedelt werden. Also im Grunde genommen reden wir hier über eine ganze Quartiersentwicklung eines Stadtteils, der hier stattfindet und dies über Stadtgrenzen hinweg, nämlich Gelsenkirchen und Herten. Wenn die Allee des Wandels komplett fertiggestellt ist, wird sie mitten durch das Areal der neuen Zeche Westerholt führen. Und eines steht bereits jetzt fest. Sie werden dann nicht nur das Kokereigelände, sondern auch den alten Pütt nicht mehr wiedererkennen.